Falls ihr mich und den guten alten Erlaber kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr das gerne im Itemshop machen. Nämlich da könnt ihr Standard Skill OL als Creator eintragen. Vielen Dank, Freunde, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dauert genau eine Sekunde. Also sagt, macht kein Auge und helft den guten Erlaber. Ja, hallo, ich bin Schanskamp Start. Heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es was ganz Spezielles. Und zwar die Random Skin Challenge. Dafür müssen wir erstmal in unseren Spind reingehen. Und hier seht ihr es auch schon. Ich habe einen Haufen von Skins. Ganz viele legendäre. Einige epische, sogar die meisten episch. Dann ein paar blaue. Und hier unten dann noch ein paar Paulberger, die grün sind. Und wir werden das Ganze heute so machen, wir werden die Skins nicht uns einen bestimmten auswählen, sondern wir werden auf Zufall stellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen legendären Skin bekommen werden, dürfen wir die ganze Runde nur legendäre Waffen benutzen. Sollten wir einen epischen Skin bekommen, nur epische Waffen und dann natürlich bei blau nur blaue Waffen und bei grün nur grüne Waffen. Ist relativ einfach erklärt, Freunde, nicht viel lang rumgeschnackt. Ich würde mal sagen, ab geht's ins Game. So, jetzt sitzen wir auch schon im Bus drin und ich habe gerade extra in der Lobby die Augen zugemacht, dass ich auch nicht weiß, um welchen Skin es sich handelt. Ich hoffe wirklich, dass es eventuell ein grün oder blauer Skin sein wird, weil das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Deswegen werden wir hier so ein bisschen übertiltet und shifty fliegen, weil wenn es ein grüner oder blauer wird, dann können wir direkt auf High Kill Round gehen, Freunde, 15 plus, definitiv. Nein, warum? Ich musste gerade wirklich doppelt gucken, ob es wirklich dieser Gammel-Skin ist. Nämlich, das ist hier der Herausforderungsskin der Besucher. Und dieser Skin ist einfach ein Legendary-Skin. Das heißt, wir müssen die Runde gewinnen mit mindestens 10 Kills und nur legendären Waffen. Das ist doch komplett krank. Wieso? Ich glaube, die letzte Skin-Challenge war auch schon gewesen, nur legendäre Waffen. Das ist doch nicht mehr normal. Und die erste legendäre Waffe, die ich damals erhalten habe, war die Desert Eagle gewesen. Grüße gehen raus. Ich bin erstmal froh, wenn wir überhaupt irgendeine legendäre Waffe bekommen. Nämlich hier ist überhaupt schon mal einer gelandet. Das ist nicht so gut. Deswegen, guck mal, grüne Waffen wäre gar kein Problem gewesen. Wären wir jetzt quasi schon vollständig ausgerüstet. Und ich wäre wahrscheinlich locker auf 15 Kills gegangen. Über uns ist schon mal einer. Okay, über uns sind mindestens zwei Leute. Holy moly, muss los. So, wir suchen jetzt erstmal hier bei den Häusern. Ich habe das Gefühl, meine Aura sagt mir, dass in den Häusern irgendwas Goldenes ist. Es ist mir auch eigentlich völlig egal, was für eine goldene Waffe wir bekommen. Hauptsache erstmal eine. Ich würde mich sehr über eine Desert Eagle freuen. Scar wäre jetzt natürlich eine Wunschoption. Aber ja, ich sage euch sowieso, so viel Glück wie ich habe, werden wir hier erstmal keine Scar bekommen. Was auch noch gut wäre, eine legendäre Schrotflinte, die es jetzt auch schon in zwei Varianten gibt. Aber gut, da ist schon mal nichts drin. Vielleicht unten. Der Besucher ist auch so ein Skin. Den habe ich echt selten gespielt, muss ich sagen. Und hier ist er. Hier in der Kiste. Es kann nicht sein. Aber warte mal. Lass mal das Rift mitnehmen. Rift dürfen wir ja benutzen. Wir dürfen ja nur keine Waffen benutzen und andere Gegner halt mit irgendwelchen anderen Seltenheitsstufen killen. Deswegen Rift, denke ich mal, sollte in Ordnung gehen. Weil das Ganze, Freunde, wir werden natürlich auch Heiltränke etc. mitnehmen. Ansonsten würde ich fast sagen, ist das unschaffbar. Grün wäre ich voll ausgerüstet gewesen, ne? Gibt's nicht, ey. Rift müssen wir uns für den als Joker aufheben. 0,0 gar nichts hier drin. Wow. Das hat sich ja richtig gelohnt. Gib mir irgendwas Leckeres. Die schwere Schrotflinte. Das wäre schon was Leckeres geworden, aber wir haben Grappler, ich bin zufrieden. Grappler ist auf jeden Fall für brenzliche Situationen, solange wir noch keine Waffe haben, die beste Option. Und ich würde mal sagen, erstmal ein paar Materialien saven, falls uns jemand angreifen sollte. Dass wir das Ganze hier natürlich auch ein bisschen abwehren können. Wir sollten vielleicht auch noch die Ohren offen halten, falls wir mal einen Loot-Drop oder sonst was sehen. Aber es kann irgendwie nicht sein, jedes Mal, wenn ich so eine Challenges mache, ey, immer kriege ich das Schwerste. Kann ich mal irgendwie was Einfaches dabei sein? Ja, gib doch noch mehr epische Waffen. Pack doch am besten in die nächste Kiste eine epische Scar rein. Das wäre richtig lecker Schmecker. So, rechts von uns, da ist auf jeden Fall so einiges los. Sollten wir uns fernhalten, aber hier oben könnte noch definitiv eine Kiste sein und der Mammutbaum. Der ein paar Materialien. Soll ich die Leute mit den Tränken abwerfen oder was soll ich machen? Ehren-Fortnite, gib mir doch nur eine, pass auf, eine legendäre Waffe, egal welche, ich gewinne. Mit Ansage, egal welche.
Selbst Desert Eagle. Da unten ist nur geschützt gewesen. Oha, hier drin ist er. Hey, 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 hey! Hallo! Ich bin nett! Ey, mach bitte. Ey, mach doch kein Auge, Digga! Bro, bro, bro! Ich bin doch freundlich! Ich bin Noob! Der Typ macht. Ey, er macht ernst! Muss los. Oh, Mann, ey. So, jetzt müssen. Ja. Ja, genau, flieg mir noch hinterher. Soll ich dir vielleicht noch meine Adresse sagen, wo ich wohne? Ich bin der Besucher. So, jetzt verarschen wir ihn. Pass auf, pass auf, pass auf. Verarscht! Du Otto! Niemand legt sich mit mir an. So, dann werden wir mal hier nach, Uiuiuiuiuiuiui. Hallo! Benno, Digga! Nicht hier hinfliegen, Benno. Nicht woanders hin. So, wenn wir hier Palettenparadies mal gucken. Ey, weg damit. Schlechtes Karma, wir dürfen hier keine grauen Waffen aufheben. Hier, Freunde, hier ist eigentlich immer. Oh! Der erste legendäre Gegenstand. Und da oben wird schon mal schön geballert wieder. Den wir haben, ist die Taschenfestung. Könnte uns eventuell in einer brenzlichen Situation nochmal retten. Aber damit nur. Ey, nächstes Mal epischen Skin bitte, ja? Nächstes Mal epischen Skin wäre eine normale Runde gewesen. Danke. Danke für diesen Loot. Gib mir doch mal bitte irgendwas. Jetzt krieg ich zwei Taschenfestungen oder Taschenburg, wie das Ding heißt. Ist mir auch egal. Kann ich hier einen Gegner gegen den Kopf werfen, kippt er wahrscheinlich um. Ja, und da hinten ist auf jeden Fall schon mal einer drinne. Ich weiß nicht, warum die jetzt alle hier so Auge machen. Ich würde das natürlich auch gerne in ein Flugzeug nehmen. Aber Flugzeug können wir. Hallo. Hehe. Du denkst wohl, ich bin da drinne. Ich bin da aber nicht drinne. Flugzeug, wie gesagt, ist nicht erlaubt. Weil Flugzeug macht Schaden. Ja, lauf mal da rein. Kannst du ein bisschen gucken, wo ich schon überall gelootet habe. Gar kein Problem. So, wir mal hier reingehen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen risikoreich. Aber. Der Typ ist ja hinten erstmal eh beschäftigt. Deswegen gucken. Krass. Leute, das ist eine neue Folge von Länger überleben, ohne eine Waffe, ohne Kills. Das Problem, was ich sehe, ich habe noch nicht mal Angst, dass mich jetzt hier einer. Ah, Boogie Bomb müssen wir mitnehmen. Boogie Bomb könnte uns echt in einer richtig ekligen Situation übertrieben retten. Das Problem, was ich jetzt sehe, wir haben echt guten Loot zum Abhauen. Das Problem, die Challenge wird schon einfach nicht geschafft werden, weil wir keine 10 Kills hinkriegen. Oh, der schießt da hinten rum. Und ich wette, das ist bestimmt das schwere Sturmgewehr Legendary. So, wenn wir mal hier einen auf Mondastronaut machen. Und irgendwie sagt mir was in diesem Haus da oben. Das Haus, das lächelt mich schon so an. Da wird doch irgendwas drin sein. Wie viele Kisten haben wir jetzt aufgemacht? Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, überhaupt irgendwas Legendary Spook zu bekommen? Ja, hier ist ja nicht eine Kiste drin. Oh. Vielleicht liegt hier irgendwas Leckeres rum. Doch, oben ist eine. So. Komm, Ehrenkiste! Das ist definitiv das länger überleben Starter Pack Number One, das wir hier haben. Zwei Grapplers, zwei Boogie Bombs und zwei Taschenburgfestungen. Halleluja. Ah, da hinten ist auf dem Eiswagen die gute alte Eiswagenkiste. Ich höre auch keinen Loot Drop oder so, sonst hätte ich ja eventuell schon mal nach einem Loot Drop Ausschau gehalten. In Loot Drop ist ja immer was Legendäres drin. Da gibt es auch Loot Drops, wo nichts. Ich glaube, immer ist da was Legendäres drin. Bin mir gerade aber auch nicht sicher. Oh. Schwierige Entscheidung. Scheiße, wir müssen Boogie Bombs liegen lassen. Weil ich gehe jetzt einfach mal da.
Ballons, 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 Ballons. Dann können wir halt nicht fliegen. Ich wäre gerade davon ausgegangen, dass wir die Boogie Bombs nicht unbedingt brauchen, aber ich glaube, die Ballons sind einfach useless. Wir hatten eh nur noch 5 Stück gehabt. Wäre jetzt los, den Rest kann ich mir hier auch hochschießen schnell. Auf. Entspannt. So, Lucky Landing. Da ist unsere City. Und hier war auch noch keiner gewesen. Da hinten sehe ich schon, habe ich gerade schon gesehen im Augenwinkel. Ist ein Geschütz im Haus. Geschütz zählt als legendäre Waffe. Und deswegen werde ich mir das Geschütz gleich holen. Aber erstmal, Geschütz ist jetzt natürlich nur für... Kann nicht wahr sein, ey. Tränke, alles. Damit kann ich alles abwerfen. Vielleicht in der Mitte, unterm Baum, unterm Mammutbaum. Auch nix. Bro. Mach doch nicht so Auge, Fortnite. Wer macht hier Auge gerade? Komm, gib mir jetzt, es reichen mir 5 Kills, reichen mir. Und ich sag euch so, wie es ist. Pass auf. Wenn ich in dieser Runde... Hey, guck dir an, was hier rumliegt, Bruder. Wenn ich in dieser Runde noch eine legendäre Waffe finden sollte, ist es, ich predikte... Thermal. Thermal, Bruder. Ist es die Thermalwaffe Legendary, die wir kriegen? Definitiv. Ey! Zu 100%. Ja, komm, die nächste Kiste. Ich will einfach die legendäre Thermalwaffe haben. Das ist eine richtig super Waffe. Damit mache ich hier noch 23 Kills. High Kill Round, Weltrekord ist da. Ist doch, das ist so Armutszeugnis, ey. Oh! Okay! Wir sind wieder in-game drinne. Wir haben das Geschenk. Und im Geschenk ist immer eine legendäre Waffe. Im Geschenk. So, wir werden in die Zone gehen und dann werden wir das Teil auspacken. Oder soll ich es hier schon noch hinschmeißen? Ich will das aber zelebrieren eigentlich. Unsere erste goldene Waffe. Und es wird das goldene Thermalvisier-Waffe sein. Keine Ahnung, wie die genau heißt. Aber es ist auf jeden Fall die größte Müllwaffe, die ich kenne. Ehren! Just a prank. Ja, wir haben eine legendäre Waffe. Wir haben jetzt eine legendäre Waffe. Mit der wir auch schon einen Kill gemacht haben. Einfach in den Fuß geschossen. Ah, der hat uns gesehen. Ah. Das wäre auch zu lecker gewesen. Wenn wir hier gleich noch den zweiten gelandet haben. Okay, pass auf. Ist egal, wir... Egal mit welcher Waffe. Wir werden es auch mit dem legendären Scharfschützengewehr irgendwie schaffen. Obwohl ich sagen muss, schwere Scharfschützengewehr ist gar nicht so eine schlechte Waffe. Aber wenn es dann erstmal natürlich in den Nahkampf geht, muss ganz doll groß. Aber wir haben auch noch ein paar Taschenfestungen, mit denen wir hier safe spielen können. Und vielleicht ist bei der Tankstelle noch was Leckeres für uns versteckt. Weißt du, was ich gut finden würde? Eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte, das wäre noch nach meinem Geschmack, könnte man auf jeden Fall in der Endzone gut defensiv spielen. Da muss doch noch eine Kiste drin sein. Ja, drüben aufs Scheißhaus ist noch eine goldene. Nochmal ein wichtiger 50er hier auch. Oh! Jerome! Wem haben wir denn da? Oh, der hat eine Desert Eagle. Der hat eine Legendary Desert Eagle. Lecker Schmecker. Wo bist denn du? LOL! Der Typ ist ja mal ultra lost. GG. Muss groß. Oh! Klau mir doch nicht den Kill. Was ein Unehrenmann. Und der hat nichts Legendaries mit. Oh mein Gott. Außer Chuck.
Jo, das war's gewesen, Freunde. Ui, 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 ui. Tausender Prezi ist da. Zwei Kills. Also wenn das ein Win wird, dann ist das der Win der Woche. Schade, jetzt haben wir den Chuck-Chuck hier mitgenommen, aber gut, ich hätte eh keinen Platz für den gehabt. Wow, was ein... Ja, No-Scope. Ich dachte schon... Oh, ein bisschen zu... Ich habe zu viel Jagdgewehr gespielt. Schade, Marmelade. Na komm, zeig mal dein Köpfchen und dann... Hau rein. Au. Oh yeah. Oh yes. Und da unten liegt noch eine Kiste. Und hier ist noch ein Sniper. Könnte... Riecht mir hier ganz nach einem weiteren Kill, wenn ich mal wüsste, wo der Typ ist. Aha. Okay. Hör doch mal jetzt auf. Es wären eigentlich 5 Kills gewesen. 4 Kills. Hätten wir den Typen da noch gekillt. Dann hätten wir hier schon die Vierer gehabt. 4 Leute leben noch. Und jetzt... Jetzt gefällt mir langsam das Game. Jetzt langsam... sieht es lecker schmecker für Spaßentdecker aus. Hier nochmal den Slurpee. Damit kann ich arbeiten, Bruder. Damit können wir arbeiten. So, da ist noch einer drin und rechts einer, der die ganze Zeit am Snipen ist. Was natürlich jetzt... Ich hasse, muss ganz ehrlich sagen, ich hasse hier dieses Endzone. Weil wenn du hier auf dem Berg bist und Highground hast, ist das ultra krank. Ah, zeig dich. Zeig dich, kleine Biene. Hab keine Angst, versteck dich nicht vor mir. Oh, knapp. Oh, ich würde das Ding hier jetzt gerne only schweres Scharfschützengewehr zu Ende bringen. Ich werde mal probieren, Leute, die Schrotflinte wirklich nur in der äußersten Situation einzusetzen. Oh, so eine knappen Dinger hier gerade. Er geht vor uns down. Oh, 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 der pusht aggressiv rein. Oh, das war unsere Chance gewesen. Die habe ich doch gerochen. Zwei Leute noch. Oi, 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 oi. Oi. Oh nein, 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 nein. Hä, wie komme ich hier hoch? Ich kann nicht bauen. Oh, was ist das? Boah, am Felsen ist ja richtig verbuggt, die ganze Geschichte. Ja, das meine ich halt. Hier ist der Typ da oben, der hat High Ground. Und damit, ja, keine Ahnung, mit einer Sniper unten der Schrotflinte zu pushen. Ja, ist irre. Bin irre. Oh, der ist da. Ah, Zone kommt. Oh, sind so viele Leute hier gerade.
ich habe außerdem auf Grappler gewechselt gehabt, krass. Oh, jetzt haben wir natürlich keine Tränke mehr. Gut, jetzt müssen wir auch die Scar einsetzen. Zone ist richtig eklig. So, wir können hier noch den Sechser holen. Oh, geht er schon los hier? Sind wir noch im Gebiet hier drin? Nee. Oh, ich glaube, wir müssen. Oh, hä? Ich glaube, wir müssen moven. Nein! Oh, das war's gewesen. Von allerfeinsten. Lecker, Schmecker, Spaßentdecker. Ey, so ärgerlich. Ja, okay, ging. Guck dir schon Elite-Agentin an. Ja, obwohl wir hatten eigentlich gute Waffen. Oh, ein HP! Wir hätten eigentlich die Runde holen können. Schade, Marmelade, wir haben es verkackt. Sorry, meine Schuld. Ja, das schafft er nicht mehr. Da ist er gleich weg. Wenn er den holt, ist er GG, Alter. Boah, beide nicht so gut gewesen. Was soll's, Freunde? Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Die Skin-Challenge, das war's gewesen. Haut da rein, kurft da in. Standard-Skill ist in.